Hallo meine lieben Trashies und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Channel. Long time ago, als ich das letzte Mal so ein richtiges YouTube-Video gemacht habe. Anyways, ich bin's, euer Trashy. Für die Leute, die mich nicht kennen, ich bin der André, aka Trashback X. Und zwar werde ich heute ein kleines Get Ready With Me mit... Und zwar werde ich ein kleines Get Ready With Me wieder machen, ja. Ja, es ist 2:30 Uhr. Ich habe keine Ahnung, was ich mir gedacht habe, um diese Uhrzeit ein Video aufzunehmen. Aber wenn nicht um diese Uhrzeit, wann denn dann? Ich würde sagen, wir beginnen. Als erstes verwende ich den NYX Marshmallow Primer, um meine Haut vorzubereiten. Ich liebe diesen Primer, weil er einfach nach Marshmallow riecht. Weitermachen mit Contouring. Dann nehme ich den Contour Stick von GCLAM. So 1, 2, 3 Dots ungefähr. Und dann tupfe ich mir das dann auch nochmal da so an der Nase, so eine Linie entlang. Weiß nicht, ob man das sieht. Und dann noch eine zweite. So, und dann verblende ich das immer so mit so einem Beauty Sponge. Genau. Und dann gehe ich mit so einem hellen Concealer, den ich eigentlich nur zum Highlighten verwende, einmal da so entlang. Den tue ich dann auch mal da entlang und da. Und da tue ich so zwei Tupfen immer hin. Und da, wo ich jetzt zum Beispiel da so Rötungen habe, tupfe ich auch einmal drauf. Ihr werdet gleich sehen, wie ich die immer wegmache. Als erstes gehe ich nochmal mit meinem hautfarbenen Concealer, der eher meine Hautfarbe ist. Etwas dunkler tatsächlich ist meine Hautfarbe, aber so ungefähr. Und mache mir dann nochmal ein paar. Das ist übrigens der Stay Naked Concealer von Urban Decay. Und das andere war der, Camouflage Concealer von Essence. Hautfarbenen Concealer tue ich mir dann da nochmal dorthin, wo es noch nicht ganz ausgefüllt ist. Also so quasi. Und das Ganze verblende ich dann erstmal. So, in das Amazon. Und dann gehe ich nochmal da, das Ganze an und gehe einmal darüber. In so einer duftenden Bewegung und dann von innen nach außen. Und dann auf der anderen Seite nochmal. Und dann über diesen Rötungen gebe ich dann nochmal einen Highlighter drüber. Also nur so ganz wenig. Und dann gehe ich nochmal mit meiner Hautfarbe drüber. Erstmal Cream Blush. Mein Cream Blush ist auch von Shein, von der Eigenmarke. Und den tupfe ich mir dann einmal da so drüber und verblende das genauso. Einmal drüber. Ja, da können wir ein bisschen hauen. Ruhig ein bisschen zu viel verblenden, zu wenig. Wenn ihr damit fertig seid, mache ich persönlich immer meine Augenbrauen. Ich war, weil ich die für Drag abrasiert habe, verwende ich in letzter Zeit immer einfach nur einen sehr dunkelbraunen Lidschatten. Da verwende ich den hier von der Morphe Palette. Von der James Charles Morphe Palette. Da in diesem Ton halt, in den zweitdunkelsten Ton von der James Charles Morphe. Ich glaube, es ist jetzt, also es ist jetzt neben dem Schwarz einfach. Ich habe es euch hier gezeigt, so. Und gehe da erstmal so all in eigentlich. Und ein kleiner Tipp, wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Augenbrauen macht. Ihr beginnt, wenn ihr an den Nasendings ansetzt, also an einem breitesten Ding an eure Nasenknüppel. Ich habe keine Ahnung, wie man das nennt, aber da, und dann zeichnet ihr euch da am besten so eine Tiefslinie. Ich werde das jetzt erstmal mit meinem Pinsel da machen. Na?
Bis dorthin müsste er eigentlich im Normalfall ziehen. Ich mache das jetzt mal. Genau. Und dann schaut ihr von eurem Nasendings über die von hier durch das durch die Pupille, ich habe keine Ahnung, wie es das heißt, durch die Pupille durch. Und da ist der höchste Ansatz. Also es ist bei mir in dem Fall sogar richtig. Ich habe einfach schon ein bisschen Gespür dafür. Ich mache ziemlich gerne mir dann auch noch mit meinem hellen Concealer einen Eyebrow Card. Das bleibt euch natürlich überlassen, was ihr da macht, und wie ihr vor allem eure Augenbrauen macht. Manche kämmen sie sich lieber hoch, manche Microbladen, was auch immer. Bleibt euch überlassen, wie oder was ihr macht. Dann gehe ich da einmal mit dem Concealer entlang. Muss nicht so krass aussehen. Der Patch, also so ein Wattestäbchen, verblende ich dann noch gerne. Da so, das da unten und oben, weil dann sieht das Ganze noch ein bisschen cleaner aus. Bildet euch am besten ein bisschen herum. Genau. Wenn ich mit den Augenbrauen fertig bin, gehe ich meist über zu den Augen und da verwende ich gerne Graphic Liner. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr am besten und schnellsten und am einfachsten einen simplen Graphic Eyeliner macht und wie ihr den auch aufwerten könnt. So, und zwar für den Graphic Eyeliner nimmt ihr am besten, meiner Meinung nach funktioniert es am besten so, einen Nail Art Fineliner-Pinseln, glaube ich, so heißen die. Meinen habe ich in so einem Fünferpack bei so einem Nail Art Store. Gibt es aber auch auf Amazon und und. Und ich nehme dann meine James Charles Morphe Palette und ein Sprühfläschchen mit entweder Setting Spray oder Abschminkwasser. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt drin ist. Eins von beiden. Bloß kein Fixing Spray, weil das, macht die Palette kaputt. Und Orangeton. Und dann sprühe ich das halt nass. Und dann gehe ich da mit meinem Pinsel und tue den leicht so ein bisschen drin herumwälzen, sag ich mal. Und dann gehe ich da in mein Auge und ziehe mir da einfach einmal eine Linie. Ich ziehe mir diese Linie einfach noch rauf. Also ich verlängere die quasi optisch. Und ziehe mir da quasi. Man sieht es, glaube ich, ne? Ja. Und ziehe mir das einfach von da nach hinüber. Sieht man es? Ja. An und ziehe mir das Ganze nach außen. Macht Sinn? Macht Sinn. Und dann nehme ich gerne, um das Ganze nochmal ein bisschen aufzuwerten, eine andere Farbe in dem Spektrum. Ihr könnt dann zum Beispiel auch Blau verwenden, wenn ihr ganz verrückt sein wollt. Ich werde jetzt aber in dem Fall einfach mal Rot verwenden. Und so dieses Rot hier. Und wird das aufwerten damit so. Und zwar werte ich das auf, indem ich einfach mit Rot entlang und dann unten drunter genauso dasselbe mache. Mache ich ziemlich gerne unten nochmal einen Liner, also nochmal so ein Line. Gerne, gerade wenn ich so zum Beispiel jetzt irgendwie Design oder so drin haben will, mache ich mir gerne da noch so.
Hier habt ihr nochmal eine andere Art von Graphic Liner und zwar eine mit Wolkendesign. Ja, also da könnt ihr wirklich mit den Designs komplett herumspielen. Das bleibt komplett euch überlassen. Genau. Nachdem ich die Graphic Liners oder Eyeshadow Look, je nachdem, wir können gerne, wenn ihr das wollt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr einen Eyeshadow Look von mir sehen wollt. Dann mache ich gerne einen. Ich kann auch ein bisschen mit Graphic Liner so kombinieren. Ich blende euch kurz da ein Bild an, was ich so gemacht habe zum Beispiel. Genau. Also wenn ihr da einen Make-up-Look mal sehen wollt mit Eyeshadow oder mit Eyeshadow und Liner, dann lasst es mich gerne wissen. Dann verwende ich immer danach auf jeden Fall eine Mascara. Und tusche mir da erstmal so eine Wimpern. Und kleiner Tipp, wenn ihr nach unten schaut, während ihr euch die Wimpern tuscht, dann liftet ihr die automatisch so ein bisschen nach oben. Macht Sinn, ne? Ich bin jetzt zu faul, mir Lashes zu kleben. Immerhin haben wir jetzt so 3 Uhr ungefähr. Und ich möchte den Look danach einfach nur noch abmachen und schlafen gehen. Genau. Was ich gerne, gerne, gerne verwende, auch nur so nebenbei, ist das MAC Glitzer, also loses Pigment in der Farbe Rosy Glass. Das ist super schön und kann man super toll als Highlighter verwenden, was wir auch gleich machen werden. Also das kann man auch ultra schön da im Innenwinkel oder da so als Eyeshadow verwenden, was mit dem Finger, weil da einfach das am besten geht. Ihr könnt das auch mit einem Pinsel machen, also so in dem Fall jetzt einfach reintunken. Abtupfen, weil da kommt echt viel dran. Und dann mit dem Glitzer drüber, je nachdem. Und ich finde, es sieht super schön aus. Und wenn ihr das alleine trägt, könnt ihr den Alltag auch schon rocken. Und wie gesagt, ich verwende es auch sehr, 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 sehr gerne als Highlighter. Da gehe ich einmal da über meine Nase. Das war ein bisschen viel. Und einmal da. Einmal so hinüber. Und einmal da entlang. Love it. Ich liebe dieses Glitzerpigment einfach nur. Dann kommen wir dann auf die Lippen. Was ich sehr, sehr gerne verwende bei den Lippen, der Essence Electric Glow. Ich habe dir nur noch die untere Hälfte, weil die obere Hälfte mir mal beim Fortgehen verloren gegangen ist. Ich liebe das, weil es sieht zwar nach wenig aus, aber es verfärbt sich wunderschön auf den Lippen. Es ist wunderschön für den Alltag gedacht. Oder ihr macht halt Lippenstift und Lip Liner, je nachdem. Aber ich verwende gerne das hier. Genau. Oder das Benetint von Benefit. Das habe ich hier stehen. Das ist auch super toll und das könnt ihr auch als Blush verwenden. Apropos Blush, wenn ich das alles gemacht habe, gehe ich gern noch mit einer extra Ladung Blush drüber. Und dann nehme ich meine Smiles Cosmetics Palette und gehe da einmal so quer drüber. Und dann trage ich das auch nochmal großzügig drauf auf. Einfach weil ich liebe Blush. Genau, am Ende pudere ich eigentlich immer nur noch ab. Das einmal unter dem Auge und einmal da unten hin und einmal da oben die Stirn. Und den Rest wieder mit so einem Puderpinsel einfach großflächig einfach abmachen. Genau. Das ist der fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like und ein Abo da. Schreibt in die Kommentare, was ich als nächstes machen soll und ich würde mich freuen, wenn das Video ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt, weil, wie gesagt, das ist mein erstes Video seit langem, was wirklich Video ist und kein Short. Genau. Ich hoffe, es hat ge euch gefallen und man sieht sich. Bye!